Hallo und herzlich willkommen zurück zum Saints Row the Third Let's Play. Gleich mal versprochen. Ich bin heute leicht verschnupft, deswegen wundert euch nicht, wenn ich undeutlich rüberkomme und mich auch oft verspreche. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich tue mein Bestes, dass es normal bleibt. So, und ich nehme heute das erste Mal mit dem Mikro auf, um zu testen, wie das ist. Und ja, das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie es ist. Ob das mit dem Mikro besser ist oder mit einem Standmikrofon, was ich nicht am Mund habe. So, dann machen wir gleich mal weiter mit Kinsey. You need to disrupt one of their shell companies. Anyone in particular? A fence company. That's fence like a barrier, not fence like buyer of stolen goods. You're kidding me, right? The company that makes them is seriously bad news. If you'd rather a corrupt, sinister organization keep making money... I'll do it. Easier to say yes than understand a reason with you. What was that? Nothing. Wieder eine nette Konversation zwischen Teammitgliedern. So... Ich habe mir vorgenommen, einen fetten Marathon zu starten, 4 Stunden aufzunehmen oder 3, je nachdem wie viel ich schaffe. Wir haben gerade 2 Uhr morgens, deutsche Zeit, und ja, ich kann nicht schlafen. Ich habe mir gedacht, ich nehme für euch auf. Oh Gott, das kann was werden. Vor allem Ding, weiß ich nicht, was ich 3 Stunden lang reden soll. Deswegen wird sich das Ganze, glaube ich, wegen wegen Sprechmaterials vorzeitig beenden, weil ich mag es nicht, aufzunehmen und dann nichts zum Reden zu haben. Das ist lästig. Deswegen sehen wir mal, wie lange ich aufnehme. Aber 3 Stunden habe ich mir vorgenommen. Da muss ich halt viel Blödsinn labern. Naja, wie dem auch sei. Richte mit den gegebenen Waffen ein riesiges Blutbad an. Okay. Unendlich Granaten. Das ist doch schon mal perfekt. Das tue ich nicht auf gern. Jawoll. Und da noch eine hin. Und da noch was hin. Und pfeffern wir noch da was. Da viel zerstören. Nur durch Granaten. Was soll denn das? Wer knallt mich da ab? Hopp. Granate. Dreckiger Madensohn. Hier, zack. Noch eine Granate, noch eine Granate, noch eine und noch eine und noch mal eine. Ist das der Tod und scheitert oder so? Was machst du da? Stirb du Hurensohn! Und jetzt, oh, wenn das klappt, spreng mal die komplette Tanke ab. Jawohl, geil. Es klappt. Boom. Ach Gott, du und dein Motorrad, ihr könnt mich nicht aufhalten. Bumm. Komm. Quatsch nicht. Bumm, spreng dich lieber. Sehr genial. Da geht noch eine Tanke, meine ich natürlich. Und zack, zack. Noch mehr in die Luft. Bumm, bumm, bumm. Ach, die steht noch, die Tanke. Boah. Die ist exploded. Was willst du eigentlich? Stirb. Oder ist er... Ja, da kommt der nächste. Wagen. So, und dann nutze ich gleich mal die Gelegenheit und sag gleich mal an, dass ich mir vorgenommen habe von... Mass Effect Teil 2 und Teil 3 komplett zu Let's Playen. Ich kenne die Spiele in- und auswendig
Aber da Soul Reaper und Iron Maiden aus zeitlichen Gründen keinen Mass Effect 1 mehr hinkriegen, habe ich mir gedacht, damit das nicht wegbleibt, werde ich 2 und 3, da ich eine PlayStation 3 habe, werde ich die Dinger let's playen. So dass hier, egal was passiert, ein oder zwei Spiele von Mass Effect da habt. Mass Effect, muss ich sagen, ist eigentlich mein Lieblingsspiel. Kann man nichts sagen. Hat das beste, also ich weiß nicht, hat einfach die beste Atmosphäre für ein Game. Die Story braucht man gar nicht groß reden. Sensationell. Da kann mir jemand sagen, was er will. Die ist sensationell. Oh, und Vandalismus geschafft. Bargeld 2200. Respekt. Und $90 pro Stunde. Vandalismus Aktivitäten freigeschaltet. Kein Ding. Oh. Und da ist ein Friendly Fire Shop. Perfekt. Den krallen wir uns. $5000 war schon viel. Dafür, dass wir nur 5% bekommen. Mal schauen, was er uns zu bieten hat. Okay. 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 Und Mollys. So, dann verschwende ich Mollys. Wie dem auch sei. Okay, die habe ich alle. Habe ich. Oh, was ist das? Ein qualitativ hochwertiges Gewehr mit aufwertbarer Zieloptik. Ist es das wert? Mal schauen, was es noch gibt. Ich würde sagen, wir holen uns einfach das Gewehr. Erhöht den Feuerstoß. Was ändert sich? Gar nichts. Naja, wenn wir schon so viel Geld haben, erhöht die Magazingröße und die Scharfschützen. Ach so, da kann man nur zoomen. Naja, nicht wichtig. Munition ist voll. Perfekt. Wollen wir es gleich mal ausprobieren? Wie ist denn das? Warte. Sieht gut aus. Warte. Ah. Mach mal nicht. Unnötig Stress braucht man nicht. Neue Aufträge. Ich würde sagen, wir machen jetzt Kinsey-Reihe. Thank God, I need your help. Kinsey, I'm not moving any more boxes. I went out and they found me. Who? The Deckers. Who else have I been hacking? Wait, don't answer that. I'll come help you get out. No, get into position and cover me instead. Right. Der Wagen ist vorhin in die Luft geflogen. Oder irre ich mich? Nee, er war in die Luft geflogen. Ich habe keine Ahnung, wieso der Wagen noch fahren kann. Keine Ahnung. Das ist mir ein Rätsel. Aber dennoch, finde ich gut. Da muss ich mir keinen anderen suchen. Gefällt mir. Ich bin in einem Tempest. Oh, Entschuldigung. Ah, okay. Jetzt sollen wir sie also beschützen. Oh, oh, oh. Ob. Erstmal schön alles verfehlen. Schnell, lad nach. Ah, da sind, zack, zwei auf einen Streich. Dafür habe ich einen verfehlt. Bleib halt stehen. Ach Gott, dreckig. Zack. Ah, wichtig. Das ist blöd, wenn ich immer so verfehle. Ich meine, das hilft uns ja nicht. Die sterben ja nicht durchs Verfehlen. Aber die Typen bewegen sich so heftig. Da kann man nur verfehlen. Das sind schon die nächsten. Ich komme ehrlich gesagt gar nicht nach mit dem Schießen.
Boah, du Hurensohn, Mann. Beweg dich doch nicht so viel. Endlich. I love a good fight. So, jetzt halt aber. I think I see the car. Get in. I can cover you from above. Endlich. Der muss sterben. Der muss sterben. Der müsste sterben. Gut, dann geht's weiter. Hoffentlich hat sie wieder... Ja, sie hat volles Leben. Das macht es uns ganz einfach. Weil, zack, in die Menge. Perfekt. So. Was gibt's jetzt? Wo seid ihr? Kommt raus. Ich warte auf euch. Euch. Wo sind die? Hallo? Das sind gleich drei auf einem Haufen. This is why I don't get out much. Ein fährt herum. Dann kommt er gleich wieder. Kein Problem. Ich werde ihn trotzdem erholen. Oh, er kommt gar nicht mehr wieder. Hat wohl Schiss. Dafür hole ich mir den. Ding, ey. Nächstes Mal wieder. Und der nächste, der springt in die Luft mit Feuer. So, wo geht's weiter? Der hat noch nicht. Wer will nochmal? Der da will. Zack. Ah, springt in die Luft. Perfekt. Halt die Klappe, Kinsey. Kriegt die jetzt getroffen. Blöde Kuh. Perfekt. Stirb. Noch nicht, wenn die da ist. Blöd, Mann. Das will ich jetzt nicht machen. Wenn ich die abknall, dann... Boah. Digga, Mann. Was die schon für Wagen auspacken. Legendary. Für so eine kleine Kopf. Nutte. Halt die Klappe, ich beschütze dich doch schon. Blöde, undankbare Kuh. Die meint auch, es ist alles so leicht. Ja, ach nee. Der stirbt, Gott sei Dank. Oh nee, bitte nicht. Bitte. Stirbt, du blöde Kuh. Das ist ja wohl das allerletzte. Das heißt, pisst mich voll an. Das geht gar nicht. Oida. Dann müssen wir, so wie es aussieht, neu anfangen. Eieiei. Alright, I know, I saw the Deckers alles coming. Klar. Just keep me safe, okay? No worries, seh ich gleich, was da abgeht. Easy for you to say when you're not being followed. Diesmal, zack, den ersten direkt umgenietet und den zweiten und nachladen. Ich weiß ganz genau, wo die Typen jetzt herkommen. Ich mache nicht nochmal den Fehler. Zack, den ersten umgelegt, im Augen schon. Boah. Diesmal ohne Fehlschuss bis jetzt. Oh, ich hätte es nicht laut sagen sollen. Ich hätte es nicht laut sagen sollen. Zack. Und back in sind. Wie viel waren es? 9 Mann mit 10 Schuss. Oh, oh, 10 Mann mit. Sehr schön. Ah, schlecht. 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 Bam. Netter Headshot. Gut abgeknallt. Wow. Und zack. Zack. Okay. They should never have fought. Das mal. Get in. I can cover you from above. Diesmal habe ich einen Weg. Viel, viel leichter gemacht, indem ich einfach alles abgeknallt habe, was sich bewegt. Eieiei. Ups, da ist mir mein Handy runtergefallen. Ich musste nämlich kurz auf die Uhrzeit schauen, wie lange ich mich hier schon amüsiere. Und es kommt noch kein Wagen. Gut. So.
perfektes Timing, die ersten beiden Wagen und den ersten gleich mal in die Hölle geschickt, den zweiten nicht. So. Okay. Mich würde mal interessieren, was für Handys ihr habt. Alles so Smartphones oder seid ihr noch die mit den etwas älteren Handys? Ihr wisst schon, was ich meine, so Walkmans, der typische Klassiker von damals. Bin selber self-made. Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ja, ich selber habe noch so ein altes Walkman-Handy, aber dafür ein iPod Touch der vierten Generation. Der darf natürlich nicht fehlen, finde ich. Deswegen habe ich einen kleinen Ausgleich geschaffen zwischen iPhone bzw. Smartphone und Handy. Da ich keinen Bock hatte, so viel Geld für ein iPhone auszugeben, weil das wirklich teuer ist, weil ich meine, das muss man ja auch monatlich bezahlen. Und so ein iPod ist eigentlich gleich gut, nur dass ich nicht telefonieren kann und nicht überall Internet habe. Aber ich zahle ja nicht fürs Internet, deswegen ist es ja egal. Außerdem, Internet benutze ich sowieso meistens nur zu Hause, von daher spare ich so viel Kosten mit dem iPod. Naja. Und perfekt. Ja, die ist auch nicht blöd und weicht denen aus. Ich dachte, die ist blöder, aber nee. Die erstaunt mich immer wieder. Ich kenne sie. Oder wie sie auch heißt. Oh, da kommt was hin. Oh, habe ich sie geowned. Geowned habe ich die. Naja. Ich spiele heute das erste Mal mit Headset. Das heißt, ich höre das erste Mal während der Aufnahme den Ingame-Sound. Das irritiert leicht. Deswegen, oh, sofort abknallen. Oh, das war perfekt. Perfekt. Das irritiert leicht, weil ich keine Ahnung habe, beziehungsweise ab und zu kommen so überraschende Sounds. Deswegen merkt ihr wahrscheinlich schon, stottere ich so ein bisschen. Das liegt aber daran, dass ich mich noch an den Ingame-Sound gewöhnen muss. Aber das sollte kein Problem sein. Ich meine, er hilft ja nur. Das ist ziemlich geil mit Ingame Sound.